Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, überraschenderweise. Wir spielen The Last Dream, eine Art Wimmelbild-Adventure. Und zwar, es kommt überraschend dazu, weil ich von den Entwicklern angeschrieben wurde. Das sind die Special Bit Studios. Und die gibt es seit 8 Jahren, das sind wohl 3 Leute. Und die haben jetzt das 4. Spiel rausgebracht, eben The Last Dream. Und mir einen Beta-Key zugeschickt. Und ja, da das Spiel gestern offiziell veröffentlicht wurde, darf ich es ab heute spielen. Und ich habe mein Handy nicht lautlos gemacht, das fängt gut an. Ich habe hier schon mal reingeschielt gehabt, um so ein bisschen was zu testen, ob es funktioniert. Und hatte da so ein bisschen Aufnahmeschwierigkeiten, weil das Spiel mir 2-mal abgestürzt ist. Und ja, deswegen fangen wir das nochmal neu an. Hallo, ich möchte mich gern löschen. Nennen wir uns mal Lady M. Wenn das andere nicht geht. So, jetzt heißen wir Lady M. Und, also hier gibt es einige verschiedene Sachen, unter anderem Extras wie Achievements und dergleichen. Wir müssen diverse Sachen suchen, die, einerseits sehr offensichtlich sind, andererseits sehr versteckt. Und ansonsten gibt's halt, wie in jedem Wimmelbild, diverse Wimmelbild-Szenen und eben Minispiele. Der Unterschied ist aber hiermit noch darin, was ich so noch nicht kennengelernt habe, dass da richtige Videosequenzen dazwischen sind, von Schauspielern oder vielleicht auch von den Entwicklern selbst. Ich weiß nicht, ob sie das sind. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen, wie das Spiel an sich wird und starten direkt rein. Ach ja, stimmt. Der Game Mode. Da habe ich mich entschieden gehabt für das 2., dass eben die Hinweise schnell, etwas langsamer nachkommen und die reingezoomten Szenen automatisch schließen. Das war aber irgendwie nicht der Fall. Also die blieben halt offen. Wir probieren es trotzdem nochmal darüber. Und schauen einfach mal. Every night, I met my wife in a dream, because in real life, she died in a car accident. Elizabeth. I was so tired of this. The line between dreams and reality had become blurred. One of the dreams ended differently than normal, though, leaving a trail in my reality. I managed to draw one thing from that dream. And that is how it was. Manchmal beeinflussen die Träume unser Leben und manchmal das Leben unsere Träume. What a place. Is this my wife? Wir sind jetzt in einer Art Zwischenwelt. Also für die Leute, die nicht so gut Englisch sprechen. Es ist einfach so, dass unsere Frau bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen ist und wir seither von ihr träumen, und das hat aber so überhand genommen, dass man das jetzt inzwischen so die Linien verrutscht sind zwischen Realität und Traum, und wir befinden uns aktuell gerade in der Traumwelt wiederum. Und ganz kurz, ich habe das Tutorial in dem ersten Test gemacht. Es ist so wie bekannt, hör auf, wir kommen doch gleich, ein Auge, wenn man irgendwo näher ranzoomen kann, eine Hand, um was mitzunehmen, und wenn dann diese Zahnrädchen auftauchen, dann können wir was damit verwenden, zum Beispiel diesen Stock hier, und da erhalten wir einen Schlüssel. Und hier ist ein Zettelchen. Hallo mein Liebling, es ist so schwer ohne dich. Wie auch immer,
Da gibt es einen Weg, eine Möglichkeit, dass wir uns wiedersehen können. Es wird nicht einfach, aber du schaffst es, denn du bist stark. Nur du kannst mir helfen, ich glaube daran. Ich bitte dich, mir zu folgen. Lass dich von nichts aufhalten und wir werden uns wiedersehen. Liebe kann Barrieren durchbrechen und das ist einer davon. In Liebe, deine Elisabeth. Okay, gehen wir mal zu diesem Pavillon. Wo ist Elisabeth hin? Tja, die ist über die Klippe gesprungen wahrscheinlich. Wir haben hier jedoch Aketzle. Hallo? Set me free. And I'll set you free. Okay. Es ist eine sprechende Zauberkatze, die uns verspricht, uns zu helfen, wenn wir ihr helfen. Und wir haben ein Foto gefunden. Ne? Das ist eins der Achievements. Das und Katzenspielzeug, glaube ich. Kein Soul. Ja. Und wir kriegen ein Ticket. Und eine Miezekatze. Und können damit wieder zurückgehen. Oder auch nicht. Wir bleiben einfach gefangen, weil unsere Frau eigentlich eine böse Hexe ist. Ich kann das nicht erreichen. Wir nicht, aber vielleicht unser Kitty Cat. Ähnlich wie wir es schon mal in einem Spiel hatten mit dem Affen. Hallo, warum geht das nicht? Hallo. Da. Kann sie so ein paar Sachen für uns erledigen, wo wir zum Beispiel nicht rankommen? Die ist blau-grau, ne? Die hat blaue Streifen im Fell, sehe ich gerade. Ist mir so noch gar nicht aufgefallen. So. Zack. Und der Zauber ist gelöst. Katze wieder auf unserer Schulter und wir haben das erste Master of Dreams. Wann immer wir eine Barriere durchbrechen, quasi, bekommen wir eine Auszeichnung. Die Sache ist die, was mich ein bisschen an dem Spiel ärgert, dass wir halt, es wird sehr linear verlaufen und wenn wir bestimmte Sachen hier abgeschlossen haben, dann können wir nicht mehr zurück. So ist es eben auch passiert, dass zum Beispiel das Foto, ich das zwar gesehen habe, aber nicht angeklickt habe. Und sobald wir dann aus die Szene raus sind, letztendlich können wir es auch nicht mehr neu anklicken. Genau, deswegen müssen wir uns immer sehr aufmerksam umgucken, ob wir auch hier irgendwie noch ein Katzenspielzeug oder sowas finden. Ne? Gucke ich auch nochmal hier rein, ob es hier nochmal irgendwas gab. Nö. Gab's nichts, dann lassen wir uns doch mal eine Steintür vor der Nase zuschlagen. Hallo? Ja, wir wissen von dem Ticket. Wir geben es ihm mal. Nom, 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 Ticket. Und es hat so scheußlich geschmeckt, dass er einfach mal zusammenbricht daran. Armer kleiner Wolf. Oh. I thought it was just a ticket to the amusement park. But it happened to be the ticket to my new life. The park had changed, especially to greet me. It was like it was waiting for me to show up, clear of any witnesses, and with challenges prepared for me. I had no idea what these challenges were, and where they would lead me to. Looks like a haunted place. Reminds me of a hotel I once stayed in. Und auch hier verwischt er die Realität mit dem Traum. In der Realität begibt er sich ja anscheinend wirklich zu einem derartigen Erlebnispark. Welcome to Dreamland. Tja. Und ab hier können wir eben nicht mehr zurück. Das ist so ein bisschen meh. Das ist jetzt einfach die neue Szene. Nach jeder Videosequenz ist es halt so. Tasks. Wir sollen das alles wieder zum Leuchten bringen. Wir können hier einen Hinweis nehmen. Wir haben noch unser Ticket. Wir haben die Katze und wir haben das Menü. Okay. Wir gehen mal als erstes zum Ticketstand. Hier ist noch ein weiteres Foto.
Elisabeth und ich, als wir anfingen, uns zu daten. Dafür sind sie aber schon relativ nahe gekommen, dafür, dass sie dann erst anfangen, sich zu daten. Sieht so aus, als wäre hier schon lange Zeit keiner mehr gewesen. Okay. Also will auch keiner unser Ticket. Ist das da? Eine Büroklammer? Den Text dort können wir nicht lesen. Nichts funktioniert heutzutage ohne Elektrik. Das ist wohl wahr. Hier war noch was. I need someone help. Ja, natürlich. Okay. Dann nehmen wir doch mal Hilfe in Anspruch. Und unser Kitty Cat sucht sich gerade ein übergroßes Katzenklo. Oder gräbt uns einfach nur einen Hut frei. Warum brauchten wir dabei Hilfe? Ich verstehe es nicht ganz. Was ist hier? Die Kurbel fehlt. Okay, was ist das da? Kann man das anklicken? Nein. Kann man dich da hinschicken? Nein, kann man nicht. Okay. Ja. Oh. Okay. Ach, jetzt können wir dort rein. Okay. Gut, und wir haben ein erstes Wimmelbild auf eine etwas andere Art und Weise, das mit... Müssen wir jetzt einfach nur Gegenstände finden? Also, nur diese Bilder finden? Machen wir das mal. Das... Huch, was ist hier? Okay. Können wir hier die anderen Schubladen öffnen? Nö. Das wird gebraucht. Das... Ich frage mich, was er verloren hat. Wahrscheinlich ein Kopf. Was war hier? Eine Krabbelhand? Oh! Eine kleine Elfe! Und grüner Klibber. Da haben wir eine Sache schon mal fast zusammen. Was ist hier? Das da und sonst nichts. Okay. Brauchen wir denn noch? Wir brauchen die Kette da oben. Das da. Da ist das Gesicht. Da ist das Ohr. Das Gesicht von dem hier, das müsste doch eigentlich einfach zu finden sein. Also das finde ich halt eigentlich offensichtlich. Was ist hier? Achso, wir brauchen einen Poststempel. Aha. Okay. Oh, hier können wir auch noch was. Hello. Ah, okay. Das Gesicht ist doch nicht offensichtlich, wenn es versteckt ist hinter tausend Sachen. Was ist hier noch? Das kann man nicht anklicken, das auch nicht. Was fehlt uns denn dann noch? Ach da. Der Mund. Die Nase. Dann haben wir dort schon mal den Kopf fertig. Können den hier aufsetzen und... ein Amulett erhalten. Okay. Die Kette. Ist das vielleicht das da hier? Die Kurbel? Nö. Muss wahrscheinlich genau dieselbe Form haben. Eine Kette, eine Kette, eine Kette, eine Kette. Ich sehe keine Kette. Ein Schlüssel. Ein Irgendwas-Gedöns. Ach, ja, die Spitze ist hier oben. Und wir erhalten ein Magic Potion. Da brauchen wir einen Schlüssel. Da brauchen wir ein Medaillon. Ein Poststempel. Und eine Magic Potion. Ah ja, okay. Ich gieße einfach mal Magie in ein... Ah! Hasi! Können wir den auch mitnehmen? Ah, ist der süß. Ach Gott, wie niedlich. Ich möchte ihn besitzen. Ja. Trotzdem fehlen uns noch irgendwie drei Sachen. Zwei Sachen. Da ist der Poststempel. Gut. Dann können wir das jetzt... Ach, wir können es öffnen, sobald der Poststempel drauf ist, oder wie? Vorher nicht. Jetzt haben wir jedenfalls das Medaillon bekommen. Es ist wieder eine hinreißende Logik. Die ist anscheinend immer überall in jedem Wimmelbild vorhanden, diese Logik. Und wir bekommen ein Gewehr. Ich glaube, das könnte mir nützlich sein. Aha. Ein Luftgewehr. Ein Hut. Und ein Ticket. Okay.
Okay. Da konnten wir nichts mehr machen. Hier kommen wir auch wieder ins selbe Bild, ne? Ja. Da auch. Was ist hier? Er hat seinen Hut verloren. Ach, echt, der hat einen Hut auf. Okay. Und wir kriegen ein Walkie-Talkie. Ein Remote-Controller. Okay. Also eine Fernbedienung. Fernsteuerung. Können wir hier sonst noch irgend... Oh Gott. Oh. Verdammt. Ich hab vergessen, dass das Fiedert ist. Anscheinend können wir hier sonst nichts mehr machen. Ach, Leute. Dann gehen wir mal nach links oder geradeaus? Wir gehen mal nach links als erstes. Und ich, ja, ich weiß, ich sehe etwas sehr müde aus, aber ich habe momentan Nachtdienste. Deswegen seht es mir nach, dass ich irgendwie komplett fertig wirke. Ich bin's auch. Und dann? Ich hätte mich da lieber reingesetzt und wäre damit durch den Park gefahren. Das hätte ich ein bisschen cooler gefunden, aber... ein Wimmelbild? Naja, was heißt das hier? Minigame? Lass die Bälle runterfallen und schalte dabei alle Schalter an. Dann schaltet der sich ja wieder aus. Dammit. So. Und dann ist das auch wieder ausgeschalten. Moment. Nee, es haut nicht hin. Schwierig. Ich glaube, wenn wir das jetzt machen, dann ist der unten wieder ausgeschalten. Und wenn wir das jetzt machen, dann ist der da ausgeschalten. Das könnte jetzt klappen. Ja, es klappt. Tatsächlich. Yes, wir sind so gut. Okay, wir haben es hingekriegt. Oh, und ich habe gerade irgendwie aus Versehen die Luftballons kaputt gemacht. Ich hasse immer diese fröhliche Musik bei so einen Sachen. Auf diesen Jahrmärkten. Ich weiß nicht, ich finde die irgendwie bedrohlich. Was haben wir da gekauft? Also gekauft, bekommen. Okay. Was ist hier? Ja, friedvolles Wasser. Okay. Und hier brauchen wir noch eine Schachfigur. Ein Igel. Ja, ja, ja. Ja. Was haben wir gemacht? Das hier? Okay. Da ist Milch. Happy Friend. Wir haben was für unsere Katze gefunden. Und Murmeln. Plastikkugeln. Okay. Friedvolles Wasser. Kann man das hier reinfüllen? Ja, das können wir. Und wir können die Sachen miteinander kombinieren. Zu einem starken AZ. Ich weiß gerade nicht, was das heißt nochmal. Ist mir entfallen das Wort. Wir können hier noch hinter. Das sieht so aus. Nö, können wir nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Pfeil bedeutet, wir können dort lang, aber der muss wahrscheinlich grün sein. Ja, der muss grün sein für irgendeine Richtung. Vielleicht sowas wie Säure oder... Ja. Jetzt leuchtet's hier wieder. Muss ich mein Ticket zeigen? Und eine Tattoo-Hand geht weg. Und gibt uns einen Penny. Ein Coin. Damit können wir wahrscheinlich das hier machen. Oh, wow, wie.
Das ist ziemlich kompliziert, sehr anspruchsvoll für meine kleinen Hirnzellen. Aber wir haben es geschafft. Okay. Dann haben wir hier jetzt alles. Warum können wir immer noch hier hinten gucken gehen? Ach, weil uns die Kurbel fehlt. Okay. Okay, okay. Die haben wir nicht. Da kamen wir jetzt gerade her. Dann gehen wir jetzt dahinter. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Noch ein kleines bisschen Zeit haben wir. My wife is calling me, but the train is blocking the way. Lauf doch drum rum. Oder kletter drüber. Normale Menschen würden das tun. Okay. Wir müssen die Schienen reparieren. Aha. Okay. Ja, wie auch immer, ne? Das Ding hier ist sehr rostig. Geil. Einfach mal das komplette Ding weggeätzt mit so einem großen Krug an vielleicht doch Säure oder so. Zack, so ein riesen Modellteil einfach mal weggefetzt. Finde ich gut, ja. Ja, das mache ich auch öfters in meiner Freizeit. Haben wir hier noch irgendwo Fotos oder... Nein, wir kommen hier immer nur ins selbe Bild. Oder irgendwas für die Katze. Na komm, Mitzi, setz dich da mal drauf, dann schleudern wir dich. Nein, ich will nicht. Doch, du willst. Setz dich da hin. Nein. Er blinzelt. Immer wenn wir ihn ins Auge fassen wollen, oder? Ja. Aber wir können hier nichts anklicken ansonsten. Ach. Okay. Natürlich. Mit so einem Ruck sitzt es wie eins. Wieder wie eingegossen. Schön. Dann können wir das ja jetzt zum Laufen bringen, oder? Wow. The Master of Dreams. Teil 2. Geschafft. Okay. Das können wir immer noch drehen. Unsere Dings kriegen wir aber nicht zurück. Und ich bin wirklich skeptisch, dass wir hier ja nichts übersehen haben. Ah ja. Gehen wir mal einfach weiter. I must catch this photo. Right here. Right now. Aha. Das Bild ist zu schnell für mich. Ich kann es nicht fangen. Hallo, ich würde gerne drauf schießen. Das ist keine gute Idee. Oh. Okay. Da muss eine neue Iode rein. Sofern wir eine finden. Was ist das denn? Ach, das ist das Schachding. Gut, dann können wir das ja gleich zum Schachbrett mitnehmen. Und das ist einfach eine Kabine. Ist hier irgendwo noch Katzenspielzeug? Kein Katzenspielzeug. Was ist hier? Ah. Und Arrival. So. Bemale alle Zellen in der korrekten... mit der korrekten Markierung. So wie sie auch auf den Schalen sind. Das heißt, gelbe Kugeln mit so einem halb, also fast geschlossenen Kreis und ein O. Okay. Haben wir, glaube ich, alle. Dann grün. Okay. Dann blau. Noch mehr blau. Noch mehr blau. Noch mehr blau. Haben wir es dann? Nee. Das ist auch noch. Dann weiß. Oh, hier haben wir ein grünes vergessen. Was für ein Fauxpas. Dann das da.
Und das da. Und dann das wird rot. Das sieht aus wie ein Clown, der dort entsteht. Vermutlich. Ja, doch. Sieht nach einem Clown aus. Drück. Ihr wollt nicht schießen, ne? So. Jetzt haben wir's. Und wir gewinnen unseren Preis. Können wir hier sonst irgendwas mitnehmen? Ich hätte vielleicht das hier lieber oder das. Den bösen Teddy da hinten. Aber. Oder den. Den Bogen. Aber wir bekommen stattdessen eine Kurbel. Wow, was für ein tolles Geschenk. Das ist, freut sich jeder, der auf einem Jahrmarkt ist, glaube ich. So. Und wir nehmen das einfach mal so mit, das Netz. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Eigentlich haben wir keine Zeit mehr. Dann würde ich sagen, wir begeben uns mal Richtung des Schachspiels. Aber das spielen wir erst das nächste Mal. Von daher bleibt dran. Bis dahin macht's gut. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel bis jetzt findet. Es ist ein bisschen schwierig, dadurch, dass alles Englisch ist. Und nicht mal wenigstens deutsche Untertitel oder so sind. Dadurch ist es so ein bisschen schwierig, das jetzt immer alles so zu raffen. Weil ich dann doch nicht so mit jedem Wort vertraut bin. Aber ansonsten finde ich bis jetzt eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Mal gucken, wie sich das entwickelt und was ihr davon haltet. Von daher, bleibt dran bis dahin. Macht's gut. Denkt an die Daumenliebe, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.